Sie war den vergebenen Ladies etwas zu heiß. Bei der Auftaktfolge von Temptation Island lernten vier Paare jeweils eine Reihe von sexy Singles kennen, männliche und weibliche. Die Verführer, die den Partnern für ihre Beziehung etwas zu gefährlich vorkamen, konnten gesperrt werden, nicht, dass Mr. oder Mrs. Hot noch mit der eigenen Freundin oder dem eigenen Freund in derselben Villa wohnt. Bei den Single Girls muss nun Anastasia Avilova, 30, darauf verzichten, die vier Männer in Versuchung zu führen, und das passt ihr gar nicht. Im Interview mit Promi Flash erklärt das Playmate, für mich war das erstmal ein Schock. Ich hatte sogar in meinen Augen eins der bravsten Kleider an, empfand die Brünette. Dass Christina Dimitriou, Xenia Rubi, Lena Schiviora und Lisa Marie Sauer sie nicht in der Nähe ihrer Freunde wissen wollten, habe Anastasia aber als Kompliment aufgefasst, ich glaube, es ist meine Art, wie ich mich bewege und auch meine Blicke, die den Frauen nicht gefallen haben. Punkt, als ich im Trailer dann meinen Blick gesehen habe, dachte ich mir, wow, ich sehe echt gefährlich aus. Ausrufezeichen Apostroph. Die vorübergehende Auszeit kam ihr in ihren Augen aber zugute. Mich rauszuwählen war übrigens ein großer Fehler, denn in den Tagen, die ich während meiner Sperrzeit dann am Strand verbringen durfte, habe ich mich viel entspannt und auch eine sehr sexy Bräune bekommen, die mich noch schöner gemacht hat. Oh, oh. Ob Anastasias Männerjagd nun noch erfolgreicher sein wird? Alle Folgen von Temptation Island, Versuchung im Paradies ab dem 6. März 2019 exklusiv bei